Hallo und recht herzlich willkommen zu Let's Play Risen. Diesmal wieder live und in Farbe. Und ich muss sagen, an dem heutigen Tage habe ich schon einen Livestream gemacht mit Risen, aber es ist natürlich wieder mal schief gelaufen, weil kein Sound aufgenommen war. Keine Ahnung, warum sich das umgestellt hatte. Ich habe da manchmal so meine Schwierigkeiten anscheinend mit Dixtree noch. Und ja, wir sind jedenfalls hier gerade auf dem Weg zu Don Esteban. Denn wir sind ja jetzt auch Inquisitor, weil der andere Inquisitor nun sich sehr beeinflussen lassen hat. Er ist, glaube ich, nicht mehr er selber. Er will die Insel opfern damit, dass er diesen Titan kontrollieren kann und angeblich damit das Böse aufhalten möchte. Aber das scheint er irgendwie Besitz von ihm ergriffen zu haben und er ist, glaube ich, nicht mehr ganz bei seinen Sinnen, Herr seiner Sinne, möchte ich sagen. Und wir sind jetzt erstmal der neue Inquisitor. Das hat der Carlos uns, also der hat uns die neue Rüstung gegeben in der Hafenstadt. Da komme ich nämlich gerade her. Und wir möchten jetzt erstmal mit Don Esteban reden. Das kann ich euch mal zeigen. Diese Quest müsste hier irgendwo stehen. Hier, das ist die Quest hier. Kann ich auch mal die Questkarte anzeigen. Da müssen wir erstmal hin zu Don Esteban. Und ich hoffe, Audio wird aufgenommen. Entschuldigung, ich muss es einfach nochmal das überprüfen. Bin nämlich nicht ganz mehr sicher, weil ich war ja vorhin auch und irgendwie sehe ich hier wieder gerade, dass es anscheinend... So, weiter geht's und falsch, oder? Nee, doch, ich muss hier erstmal lang. Genau. Eigentlich kenne ich ja die Karte schon wie meine Westentasche. Bei dem heutigen Livestream, den ich heute Mittag mit Risen gemacht habe, da hatte ich auch einen Zuschauer, der mir auch natürlich den Tipp gegeben hat, mit Quicksave und Quickload, also F8 für Quicksave und F9 für Quickload. Und ja. Ich hoffe, ich werde gehört. Kann ich ja gleich direkt mal überprüfen. Bin ja doch recht leise im Stream. Warum bin ich dann so leise? Warum bin ich so leise? Mein Mikro habe ich doch eigentlich schon recht laut. Einen Moment. Ist ja natürlich nicht schön, wenn ich so leicht nur zu hören bin. Stehen. Ah, okay. Kein Wunder. Das ist hier auch echt leise eingestellt. Ich hoffe, das nimmt jetzt mich lauter auf. Okay, ne? Jetzt sollte ich laut genug sein. Okay. Gut. Weiter geht's. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, nicht so aufmerksam bin, dass ich noch so Fehler drin habe, wegen der ganzen Frühdienst. Ich habe nämlich jetzt so Frühdienst, dass ich da schon um 2 mit Arbeiten anfange. Bin diesmal nur fürs Packen mit einem Kollegen eingeteilt. Also hauptsächlich, um Ware zu packen, weil es jetzt viel los bei uns, aber darum geht's jetzt hier nicht. So, müssen wir erstmal gucken, was der Don erst sagt. Ich weiß es ja schon. Leider. Musste ja, wie gesagt, jetzt nochmal aufnehmen, weil das ohne Audio aufgenommen hat, weil das sich irgendwie verstellt hat. Aber warum soll alles immer gleich funktionieren? So, gehen wir einfach mal hin. Lassen die mal hier links liegen. Da ist die Tänzerin, die nur ihren Arsch zeigt und nichts anderes. Gut. Wo ist er denn jetzt hier? Da ist Don Esteban. Inquisitor, ha? Was für eine Verschwendung. Nee. Aus dir wäre ein prima Bandit geworden, da bin ich sicher. Ja, ich habe viele Talente. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Du redest von dem Vulkantempel.
Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich hier zu erledigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir diesen Trank hier mit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Ja, vielen Dankeschön. Gut, den Trank, den trinken wir auch prompt mal. Denn die Stärke wird dauerhaft gesteigert um plus 5. Gut. So, und da wir ja schon mal hier sind, was sagt der eigentlich jetzt noch? Warst du schon mit dem unteren Gewölbe des Tempels? Der Osttempel ist erschlossen. Der Osttempel ist erschlossen. Sehr gut. Und weiter? Wie ist die Ausbeute? Eher mager. Ich denke, dass ihr mehr erwartet habt. Ich habe es geahnt. Gut, dann werden wir weitersuchen müssen. Was ist mit meinen Männern? Wo ist Danilo? Für die Männer war es kein großes Vergnügen. Sie hatten mit einigen Problemen zu kämpfen. Danilo hat es nicht geschafft. Er wurde im Osttempel getötet. Verdammt. Er war ein guter Mann. Na gut, trotzdem danke für diese Nachricht. Ja, kein Problem. Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Wir haben es bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich. Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay? Ja, verstehe, natürlich. So. Wenn wir mal mit dem hier sprechen. Was führt dich zu mir? Ups. Brauchst du Heilung oder bist du nur gekommen, um mit mir zu plaudern, mein Bruder? Heilung hört sich gut an. Heilung hört sich gut an. Schuss. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Ja, das hört sich ja schon mal ganz gut an. So, ich habe nämlich gerade eine Nachricht bekommen und mein Handy war noch auf laut eingestellt. Was mag ja und die Zendon, weißt du, was du im Gewölbe findest? Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Gut. So, mal sehen, was ich davon mitnehme. Nehme ich mal, vielleicht davon mal 10. Also auch schon 600, aber wir haben hier schon 1766 Gold, weil wir die Quest jetzt noch zu Ende gebracht haben. Das habe ich nämlich bei dem letzten Stream vergessen, da mit dem Fincher da zu reden. Deswegen kann ich mir mal ein bisschen mehr gönnen, was ich mir mitnehme. Dann auch mal 10 vielleicht. Ja, das reicht, oder? So ein bisschen kleine Tränke noch. Davon vielleicht noch 10. Ja, ne? Und dann kann er noch ein paar Schwerter kriegen. Noch irgendwas, was ich ihm geben darf, kann. Naja, ist ja auch nicht so. Na gut, mach ich mal. Gut. Dann werde ich das gleich mal direkt hier reintun. Und dann vielleicht noch selber was herstellen, aber er ist jetzt hier gerade dran. Ja. Habe ich ihm zu viel gekauft, wa? Dass er gleich wieder schnell was Neues herstellen muss. Kenne ich das schon? Gold und Wasser, die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Wieder was gelernt. Wie viel... Oh, ich habe 29 Lernpunkte übrigens. Das ist doch auch... So, jetzt, Alter, lass mich mal hier ran. Der Start passiert so schnell nichts. Draußen ist es verdammt gefährlich. Gut, kann ich da noch 3 von denen machen? Das ganze Schiff. Oh, ein Zuschauer. Hallo und willkommen. Ich hoffe, du hörst mich. Soll das alles hinführen? Ehrlich, gute Arbeit. Gut. Dann könnten wir...
Wir müssen ja jetzt nun die Titanrüstung zusammenfinden und irgendwo hier ist das Grab. Bei der letzten Aufnahme bin ich hier in diese Höhle rein, aber ich habe dieses Priestergrab nicht gefunden. Da soll eins sein, hier soll eins sein. Hier direkt in der Nähe soll eigentlich auch eins sein. Aber ich schätze, ich muss... Muss ich hier eventuell lang? Das ist manchmal gar nicht so ersichtlich, wie ich da lang komme. Ich weiß, ich kann hier oben lang. Ne, ich versuche nochmal den einen Weg. Was hast du auch gehört? Gut, Autosave. Ah, ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier das alles nochmal machen muss. Ist für mich jetzt nicht mehr sonderlich überraschend, was jetzt sowieso kommt. Aber... Könnte das eine Abkürzung... Jedenfalls wird es hier sehr schwierig werden, weil da gibt es die Oger. Ah, ich sehe erstmal die Stachelschweine. Die muss ich natürlich... eliminieren. Ich sag immer Stachelschweine dazu. Dabei sind es ja immer Ratten. Mach mal meine Fackel an. So, letzte Mal hatte ich mit denen hier geredet, der da gerade da das, die Kräuter da erntet. Guck mal, und die Sarah, die ist nun hier, Miss Tutorial. Die hat jetzt hier... Danke nochmal, dass du mir geholfen hast. Keine Ursache. Wie geht's dir denn? Robert ist ein guter Kerl. Hier wird es mir an nichts fehlen. So, so. Naja, wie du meinst. Ja, mir geht es gut. Und du, pass gut auf dich auf da draußen. Meine guten Wünsche begleiten dich. Ja, dankeschön, liebe Sarah. Ja, aus uns wurde leider nichts, aber ich habe jetzt auch eine neue kennengelernt. Die Patty. Sie seht ihr irgendwie ähnlich, aber... ist auch schön, dass du deinen neuen Mann kennengelernt hast hier. Und, ja, und du für ihn putzen darfst. Und du bist ihm dadurch sehr dankbar. Das ist, ja, sehr schön. Robert... Kann dir Kraut geben. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Ja, mehr habe ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt mal hier dem Obel, heißt er glaube ich. Den könnte ich hier was wegernten. Und dann... Dann habe ich schon wieder ein bisschen Gold. Du bist not. Wie hast du das bloß erreicht? Rechte Maustaste gedrückt. Hm. Ich sehe schon, die Jungs vom Don sind ja auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Okay, und was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten. Wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Sowas wie Viagra. Deswegen braucht der Robert davon immer viel, weil er hat jetzt eine Frau, ne? Nein, na, wer weiß. Vielleicht hat das ja auch solche Kräfte, man weiß es nicht. Was weißt du über den Don? Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Okay, mehr brauchen wir nicht. So. Ich könnte da mich anlegen, diesen Moormenschen. Mit Demi Moore sozusagen und Roger Moore, aber lassen wir mal. Was sagt er jetzt so? Was anderes. Na gut. Hier ist nochmal der böse Wolf. Ja.
Okay. Eigentlich ist das der richtige Weg, aber ich will jetzt diesmal links lang, noch nicht in die Höhle rein. Dann kann ich erst mal gucken, ob ich die anderen Gräber finde. Aber wenn hier über diese Oger sind, ist es natürlich nicht einfach, da ranzukommen. Hier so ein Oger. Aber da muss ich scheinbar lang. Aber vielleicht kann ich den da hinlocken. Zu den anderen da unten. Vielleicht helfen die mir. Zu dem zum Beispiel. Der wird mir doch bestimmt helfen. Und der andere vielleicht auch noch. Was, der ist schon tot? Das war ja eine gute Idee. Dass ich den da gleich... Oh. Der wehrt sich kaum. Naja, will ich mal nicht so laut sagen. Oh, das... Weil er hier an der Klippe stand. Deswegen hat er kaum Bewegungsfreiraum.